Ja, willkommen zurück bei Tomb Raider. Irgendwie starten wir nicht genau da, wo ich eigentlich starten wollte. Wir waren doch hier unten irgendwo tätig. Da war doch noch dieses Grab, wo wir uns anschauen wollten. Klar, wir sollen nachher hier auf diesen Lastenaufzug springen, das ist mir auch klar. Aber vorher möchten wir doch mal ein Wildschwein jagen. Ja, wir haben's. Armes Tier, aber es gibt nun mal irgendwie so viel Erfahrung, so ein blödes Wildschwein auszunehmen. 80 Erfahrung. Finde ich extrem viel für irgendein Tier, das eh nur wegrennt. Und hier haben wir dann auch den Höhleneingang. Verbrennen die sich gerade bei einem Versuch, eine Fackel anzumachen? Ich glaube echt. Okay, hier geht's zum Grab. Mal schauen, was wir hier jetzt machen müssen. Oh, sehr slippery. Muss ich da nach unten? Nee, ich glaube hier rüber. Ah, und überall wieder diese ganzen Totenschädel als Deko aufgestellt. Das heißt, wir sind auf dem richtigen Weg. Und by the way, kriegt man noch ein bisschen Bergungsgut. Das sage ich natürlich auch nicht nein. Wo geht's hier noch lang? Wir konnten da vorne auch links abbiegen, aber ich möchte erst nochmal schauen. Was war denn das jetzt? Wo wir hier vielleicht hinkommen? Dreht sich manchmal so merkwürdig irgendwie Richtung Wand. Grabkammer des Gerichts. Wir sind da. So eine Art Werkstatt. Anscheinend haben die Solari die alten Orte dieser Insel vollständig übernommen. Okay. Wir haben wieder Benzinkanister. Die haben wir das letzte Mal benutzt, um irgendwas zu erschweren. Mal gucken, was unsere scharfsinnige Lara so sagt. Okay, wir müssen irgendwas damit machen. Und wir haben eine Wippe. Was passiert hier? Okay, wir müssen hier irgendwie an diese Wand klettern können. Okay, das soll ich offensichtlich nicht abfackeln. Noch weiß ich nicht genau, was ich machen soll. Ich könnte auf die Wippe hier. Ja doch. Vielleicht ein Gewicht mal drauf werfen. Ja, ganz toll. Thank you.
Was sollte mir das bringen, wenn das hier oben ist? Darüber hüpfen können wir ja nicht so schnell. Vor allem, was hat's mit dem Seil da auf sich? Mit dem Reifen. Nicht schwer genug. Nicht schwer genug? Dann sag doch, was sie machen soll. Okay. Ach, die meint hier, das Ding hier sei nicht schwer genug. Und jetzt? Bringt doch gar nichts. Wenn ich da rüber renne, bringt das was? Okay, wir können uns daran irgendwie nicht festhalten. Aber was soll's denn dann bringen? Okay, nochmal. Wir können hier, wenn wir witzig sind, das Seil hier zum Baumeln bringen. Also das bringt uns doch auch nichts. Okay, so können wir die Dinger hier anzünden. Weiß zwar nicht richtig, was wir dann bekommen sollen, aber da fliegen ein paar Stiefel zumindest mal raus. Und ein Pärchen neue Stiefel holen uns. Nicht schwer genug. Weil der natürlich den Pfeil hier. Da oben hat's auch noch mal so eine Kiste. Wie kommen wir an die ran? Können wir das Pendel benutzen? Diese Schnitzereien sind alt. Hunderte von Jahren. Ja. Aber wie kommen wir da hoch, Lara? Das wäre hier viel interessanter. Okay, nochmal überlegen. Das Pendel hier bringt uns mal gar nichts. Da oben hat es nochmal so ein Kanister Benzin oder whatever. Damit kann man was beschweren. Wir müssen das ja nachher schon hier so die Rampe haben, dass wir da weiter hochspringen können, nehme ich an. Wenn ich das... Kann ich mit dem Pendel vielleicht... Wenn ich das von hier anschieße, dass diese Holzbrücke kaputt macht und das Gewicht dann runterfällt. Ah, okay, sehr gut. Lara, was sollte ich das eigentlich nur da schon drauf werfen? Mädchen, jetzt stell dich mal nicht so an hier. Sag mal. Ich will ja verarschen jetzt hier. Ja, nimm das bitte. Und lass es hier bitte fallen. Genau, so dass es hier drin bleibt. Okay. Und jetzt kann man da rüber rennen, oder wie? Wir probieren es mal.
Ja, es hat funktioniert. War auch ein seltsamer Sprung, aber egal, wir haben es glaube ich geschafft, oder? Ja, da vorne ist die Grabkammer. All diese Orte wurden auf alten Ruinen errichtet. Ja. Mal schauen, was wir für einen Schatz gefunden haben. Bisschen Gold eingeschoben. Waffenmodifizierung verfügbar. Ist es Handfeuerwaffe? Ja, ich krieg eine neue Knarre. Sehr toll. Cool. Da baut man hier so wackelige Konstruktion hin. Vor allem dann mit einer Rutsche hier noch. Yeah! Sehr cool. Aber vorher gehen wir noch schnell zum Lagerfeuer. Wir haben keinen Fähigkeitspunkt. Das ist aber enttäuschend. Großraummagazin. Ja, komm, das gönnen wir uns. Dann ist die Waffe hier fertig. Und den Bogen, da können wir, denke ich, auch noch ein paar Upgrades vertragen. Aber wir haben schon alles. Okay, Schrot ist mir irgendwie nicht so wichtig. Dann bei der Knarre haben wir auch alles. Ja, dann müssen wir halt auch die Schrot upgraden. Ah, können wir uns eh nichts leisten, ist alles zu teuer noch. Ich weiß nicht, die Schrot benutze ich eh nicht so oft. Und wenn, ist die eigentlich im Nahkampf auch recht gut. Die brauchen nicht irgendwie noch ein Upgrade dafür. So, dann geht's hier wieder zurück. Gut, dass sie sich gleich hier ein Feuer mitnimmt. Ging es denn hier raus? Ah, hier den Balken entlang. Es gab doch, wo wir reinkamen, einmal eine Möglichkeit, hier auch hier lang zu gehen. Möchte ich mal schauen, wo wir da rauskommen. Vorsichtig, Balken. Ich glaube, das ist nur ein anderer Eingang zum Solarisdorf. Oder sind wir jetzt noch hierher gekommen, oder? Ja, da sind wir hergekommen. Nö, dann weiß ich jetzt nicht, wo wir da noch abbiegen hätten können. Und zieh mal einer an. Vielleicht mal auf Wildschweinjagd gehen. Eigentlich tut mir das Tierchen ja leid, aber die 80 Erfahrung. Hört, es gibt jetzt nur noch 30 Erfahrung. Wahrscheinlich, weil es schon das zweite Wildschwein ist, das wir erlegt haben. Jetzt gibt es hier nichts mehr, oder? Dann können wir nach oben und endlich mal den Lastenaufzug benutzen. Der alte Mann wird sich auch schon wundern, wo wir bleiben. Aber wir müssen noch einen Stock weiter hoch. Na super. Ah, das ist aber praktisch, das habe ich gar nicht gesehen, dass da noch so eins steht. Wo geht's denn da noch lang?
Ah, da kann man im Fluss reinspringen. Schön. Von der Dachterrasse aus. Ansonsten gibt es hier gleich nicht viel zu machen. Ah, und es gibt noch jede Menge Munition. Die nehmen wir natürlich gerne mit. Ja, bestimmt bald wieder gebrauchen. So, jetzt aber wirklich dann mal auf so ein Ding sollen wir hüpfen. Grim! Bist du da? Da ist er. Oh nein. Ja, das war mir irgendwie so klar, dass es eine Falle ist. Okay, versuchen wir mal da hoch zu springen. Grim! Da ist vielleicht der Bogen wirklich besser auf die Distanz. War's das jetzt schon, oder wie? Zwei so Leute sollen eine Falle sein. Also mittlerweile müssen die doch sich auch besser auskennen, oder? Okay, da unten stehen auch jede Menge Fässer. Ich glaube, das geht bestimmt gleich weiter. Ah ja, vor denen habe ich jetzt nicht groß Angst. Da sparen wir uns auch die Munition. Ups, falsche Taste. Wie gesagt, die Nahkämpfer sind, finde ich, jetzt nicht so das Problem. Okay, da ein bisschen Feuer gefangen, auch nett. Ja, wo schießt denn da noch einer? Aber wer trifft denn da? Ah. Mist. Steht er natürlich dooferweise im Feuer. Okay, wo haben wir noch welche? Hat's noch Leute? Ne, ich glaube, wir haben es geschafft. Oh nein. Die Schweine. Die Waffe weg! Oder ihr Freund ist tot! Nein, verdammt, tu's nicht!
Okay. Das macht mir nichts, okay. Mann, denn ich bin aus Glasgow. Tritt sie den Abgrund runter. Oh nein. Er hat sich geopfert. Oh Mann, diese Schweine. Nein! Grim! Das werden sie müssen. Okay, ich glaube, das hat der alte Mann nicht überlebt darunter. Der Palast. Ich muss zu dem Palast. Oh Mann. Ja, taffer Kerl aus Glasgow. Wollt nicht, dass die Lara sich dann hier ergibt. Aber nicht schlecht, gefesselt noch drei von den Typen da schon überwältigt. Das ist, ja, Respekt dafür. In dem Alter, ich hoffe, ich bin da auch noch so fit. Ich muss natürlich jetzt erstmal hier ein bisschen Zeug einsammeln. Hier hat es noch ein bisschen MG-Munition, sehr schön. Wie sieht's denn aus? Ah, 85 Schuss, das wäre sehr gut. Ja, wir müssen weiter Richtung Palast, um die Sam zu befreien. Machen wir dann aber auch erst in der nächsten Folge. Ich mache hier mal einen Cut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.